Leute, und damit auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Dinosaurs. Ja, letztes Mal haben wir das Gehege des Stegosaurus verendet. Ja, und dieses Mal ist mir nämlich eine neue Idee gekommen. Da werden wir ein weiteres Gehege bauen, direkt daneben. So, ihr seht schon, ich habe hier schon ein bisschen was weggekratzt. Das ging relativ schnell, da sich das hauptsächlich auf Dreck bezog. Genau, und zwar wollte ich nämlich jetzt ein Gehege für unsere Triceratopsoren machen, und zwar direkt daneben. Und dachte ich mir, werden wir dieses auch mal offen gestalten, denn guckt euch das an, das ist eigentlich schon fast offen. Ich musste hier wirklich nichts, so gut wie nichts wegmachen, da eigentlich schon das meiste schon weg war. Und es halt auch alles aus Dreck ist. Deswegen, das ist nämlich der Vorteil, da könnte man eigentlich direkt so ein Gehege mit Glas machen, also als Decke. Also das wäre jedenfalls meine Idee. Falls ihr da noch andere Ideen habt, könnt ihr sie gerne schreiben, aber das wollte ich halt gern so machen, dass wir halt quasi so eine Glasdecke haben. So mal als Abwechslung. Ja, deswegen werden wir mal dieses Gehege hier ein bisschen ausheben. Ich hatte damit schon ein bisschen angefangen, damit wir auch hier gleich weitermachen können. Damit wir jetzt nicht so lange hier dran hängen. Es geht auch relativ schnell, weil wir halt nur Dreck haben. Ja, und dann haben wir ja unseren Triceratops, für den wir gerade das Gehege bauen. Und da möchte ich nochmal von euch wissen, welchen Dino sollen wir als nächstes ein Gehege bauen? Welchen sollen wir als nächstes quasi züchten? Ne? Vielleicht habt ihr ja da ja irgendwie einen speziellen Wunsch, vielleicht die Velociraptoren oder diesen ganz besonderen Dino, den wir in der alten Welt noch gefunden haben, aber noch gar nicht zum, der noch gar nicht so zum Einsatz gekommen ist. Vielleicht habt ihr da ja eine ganz eigene Idee. So, ich denke, mit der Gehegegröße sollte es dann auch erstmal reichen. Hoffe ich jedenfalls. Müssen wir mal gleich mal gucken, wie groß das Ganze ist. So, ich denke, ja, viel größer als das Stegosaurus-Gehege muss das dann nicht sein. Obwohl, man könnte es natürlich größer machen. Aber das wäre ja auch nur unnötige Arbeit. So, vielleicht ein bisschen größer. Wir wollen hier dann vielleicht auch mehrere reintun, vielleicht zwei. Können wir es ein bisschen größer machen. So, hier sehen wir schon, da guckt schon der Mund des Stegosaurus ist raus. Der riecht schon, dass hier irgendwas im Busch ist. Der bekommt einen Nachbarn. Genau, Stegosaurus, du bekommst einen Nachbarn. So. Genau, und ihr merkt vielleicht, dass ich den Stegosaurus noch nicht mit Namen anspreche, denn den habt ihr ja ausgesucht. Nur ich weiß ihn noch gar nicht. Weil ich diese Folge, genauso wie die letzten drei Folgen am letzten, an einem Tag zusammen aufgenommen hatte. Und deswegen noch gar nicht weiß, welchen Namen ihr da gewählt habt. Und deswegen sage ich lieber erstmal vorsichtshalber Stegosaurus einfach nur. Ja, und wenn ich dann, wenn ich dann die ganzen Folgen hochgeladen habe, dann weiß ich dann auch, okay, so heißt er also. Ja, weil es ist halt manchmal so, dass ich an bestimmten Tagen mehrere Folgen mache, aber dass ich dann halt trotzdem auch Fragen stelle. Was ich dann, also nicht wundert, wenn ich dann manchmal in der nächsten Folge dann die Frage aus dem letzten Video nicht darauf zurückkomme. Das ist dann halt, dass ich manchmal halt auch wirklich mehrere Folgen an einem Tag mache, weil ich es dann vielleicht unter der Woche anders nicht schaffe. Oder einfach mal Lust habe, mehrere Folgen an einem Tag zu machen. Nur hochladen mehrere Folgen an einem Tag ist immer sehr schwierig. Deswegen lasse ich das dann auch lieber. Obwohl ich auch überlegt habe, ob ich das mache, aber ich glaube, die ja, die meisten haben gar nicht genug Zeit, um zwei Folgen anzuschauen. Glaube ich jedenfalls. So. Genau, machen wir mal den Boden schön aus Gras. Das Geile ist, dass ja auch das Gras so von alleine wächst, weil wir ja halt hier auch Sonnenlicht haben. Da müssen wir wirklich nichts tun. Wir müssen ja jetzt nicht irgendwie Gras pflanzen mit Bone Meal oder so. Es muss einfach nur ein Grasblock in der Nähe sein. Die Sonne muss rausscheinen und zack, verwandelt sich alles in Grasblöcke. So. Genau, der ganze Stein muss weg, weil ich habe ja auch am Anfang ins Stegosaurus-Gehege Stein reingepackt, aber es sah ja wirklich völlig behindert aus. Und so sieht das doch um einiges attraktiver aus, hier das Gehege. So. Ja, ein bisschen größer kann das noch, sehe ich gerade. Noch ist es nicht groß genug. Genau, ein bisschen größer geht's immer. Genau, mal gucken, ob wir es diese Folge noch schaffen. Wenn ja, dann werde ich noch was anderes, euch was anderes zeigen. Auch noch was ganz Besonderes, also spitzt die Ohren. Aber ich denke, diese Folge werden wir das Gehege noch fertigstellen. Die Materialien habe ich ja eigentlich alle. Haben wir alle schon gefarmt. Noch vom letzten Mal zum Beispiel den Sand, den haben wir dann schon gleich für die Gläser jetzt. Also Materialien müssen wir da ja nicht extra noch anschaffen. Also unsere zweite Schaufel ist auch schon fast kaputt. Müssen wir aufpassen. So. Ich weiß nicht, reicht das so als Gehege? Reicht das als Gehege? Gute Frage. Zur Not, wie gesagt, wir können die immer noch erweitern. Ja, also besonders jetzt beim Stegosaurus-Gehege ist das dann halt etwas schwieriger. Da müssen wir das dann so in die, ja, in die Breite ziehen. Das wäre aber auch möglich, dass wir das halt hier so ein bisschen nach hier hin, also wirklich nach, warte, ich guck mal kurz, nach, dahin erweitern. Ja, also, das müssen wir dann schon machen.
Nach Süden erweitern. Genau. Ja, wir könnten eigentlich auch diese beiden Gehege verbinden, wobei ich da auch nicht sicher bin, wenn wir die verbinden würden, ob die das so mögen würden. Vielleicht streiten sich die Dinosaurier ja auch. Müssen wir dann aufpassen. Also ich würde sagen, das machen wir so, das sieht dann schöner aus. Obwohl, ich weiß nicht, sieht das so schön aus, wie so wollen wir das hier mit der Tür machen? Das ist mir auch noch ein Rätsel, wie wir das dann mit der Tür machen werden. Aber mal schauen, hier habe ich auf jeden Fall schon mal eine Idee. Wenn wir das nämlich sowieso quasi direkt aneinander begrenzt machen, kann man das ja auch eigentlich, ich weiß nicht, wollen wir das zwei Wände breit machen, also die Trennwand oder nur eine? Denn wenn wir die nur eine machen, könnten wir auch die theoretisch so bauen, dass wir quasi, wartet, lasst mich kurz überlegen. Ach, das muss ich sowieso noch alles eintiefer, genau. Ganz vergessen. Da könnt ihr mal sehen, wie vergesslich ich bin. Da habe ich das alles umsonst hier gerade gesetzt. Das muss alles noch ein tiefer. Naja, dass wir halt das hier so machen und dass wir dann quasi hier die Balken wieder hoch machen, dass wir quasi so ein Fenster haben, dass auch wir das hier vom Stegosaurus-Gehege auch in das Triceratops-Gehege gucken können. Das wäre jetzt meine Idee. Finde ich an sich eigentlich ganz cool. Müssen wir nur gucken, wie wir die dann umsetzen. Also, habe ich Eisen? Ja, super. Dann können wir nämlich gleich eine neue Schaufel machen, beziehungsweise vielleicht sollten wir da auch gleich mal mehrere machen. Ich würde so sagen, drei Schaufeln. Das muss wirklich sein. Genau, noch ein bisschen Holz. Noch ein bisschen Sticks und so. Das heißt, acht Sticks, genau. Eins, zwei, drei, vier. Und dann machen wir noch zwei Schaufeln. So. Einen kleinen Teil legen wir dann in die Kiste. Dazu gehört dann zum Beispiel Cobblestone. Das brauchen wir momentan gar nicht. Und auch die Flowers zum Beispiel brauchen wir nicht. Was können wir rein? Im Wasser könnten wir gebrauchen. Tun wir im Gegenzug dann ja, ein bisschen Cobblestone rein. Oder wobei, was sinnvoller wäre, wenn wir hier ein bisschen Dreck reintun würden. Okay, was ist mit dir hier? Du bist hier gerade am, was weiß ich, am Stegen, am, St was machen Stegosaurier? Die Stegosaurier vor sich hin. Ich weiß nicht, was tun die so? Guck mal, der Löwe, der Löw, der Tiger, der Tigert, aber was macht der Stegosaurier? Ist eine gute Frage, auf die ich leider keine Antwort habe. Schade auch irgendwie, aber man kann halt nicht auf alles eine Antwort haben. Okay, wir gehen auch erstmal schlafen, denn ich, ja, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber in der Dunkelheit, ich hasse es wirklich, in der Dunkelheit irgendwas zu machen. Besonders wenn dann die Creeper kommen. Und apropos Creeper, da habe ich ganz vergessen, wieder auf Easy zu stellen. Das passiert mir immer, dass ich halt immer, wenn ich irgendwie was offscreen mache oder wenn ich nebenbei irgendwie was anderes spiele, ich spiele ja auch manchmal so, jetzt auch andere Mods bin ich gerade am Testen oder ich teste auch gerade ein paar Maps, dass ich dann immer auf Peaceful stelle, weil dann hat Monster einfach Nerven und dann vergesse ich halt immer, wenn ich Dinosaur starte, das wieder umzustellen. Ja, naja, aber irgendwann werde ich mir, am besten ich schreibe mir das einfach auf. Das wäre am einfachsten. So, ja, ein neuer Tag beginnt, die Sonne steht. Na, wo steht die? Die Sonne steht ganz unten. Da am Himmel ist gerade am Aufgehen, es wird ein sonniger Tag heute. Und das trifft sich doch super. Dann können wir nämlich unser Gehege schön weiterbauen. So, die nötigen Materialien haben wir auch mit. Das heißt, es kann losgehen. Guck mal, die sind auch schon echt groß geworden, die beiden. Die werden wirklich immer größer. Und was mir aufgefallen ist, ist zum Beispiel der alte Dinosaurs-Trailer, also was ist Trailer? Das alte Dinosaurs-Intro, was jetzt immer noch abgespielt wird, ist ja schon eigentlich veraltet. Ich werde bei Zeiten ein neu. Creeper, dein Ernst? Warte mal, Creeper, du kannst uns helfen. Du kannst hier ein bisschen wegsprengen. Dann haben wir weniger Arbeit. Mach mal hier. Hier am besten so. Genau hier. Danke. Dankeschön. So. Guck mal, so kann man Creeper nutzen. Ah. Muss nur wissen, wie. Also, worauf. Genau, wenn wir mehrere Dinosaurier später haben hier. Momentan haben wir ja gerade mal drei. Dann werde ich auch einen neuen Trailer drehen. Ich sage, Trailer sage ich immer. Also ein neues Intro machen, wo wir dann wieder die aktuellen Dinosaurier drin sind. Weil ich finde, dass das Intro, da sind ja auch wirklich die Dinosaurier dann drin, die wir schon quasi gesehen haben. So wollte ich das halt auch im Intro machen, dass wir wirklich so eine kleine Vorschau haben, was einem so hier erwartet. Natürlich wollte ich da nicht spoilern, deswegen lasse ich das Intro auch immer gleich, damit man einfach nur sieht, okay, das ist Minecraft Dinosaurs, hier geht's um Dinosaurs. Ja, sozusagen. Genau, Scarab Pickaxe und dann werden mal wieder ein paar Biofossilien geknackt. Ja, eins haben wir sogar bekommen, sogar zwei und noch ein drittes? Ne, leider nicht. Aber zwei ist ja besser als keins. Ja, also das muss dann noch alles weg. Das ist wirklich, ja, viel Arbeit für so einen kleinen Triceratops, aber das tut man doch gerne. Denn schließlich haben wir dann am Ende einen wunderschönen Triceratops.
So, meinetwegen wird dann die Folge auch etwas länger. Wir werden es auf jeden Fall schaffen, dieses Gehege fertigzustellen in der Zeit. Zur Not mache ich einfach ein bisschen länger die Folge. Ist doch auch nicht schlimm. Ihr meintet auch, ihr wollt gerne lange Folgen sehen. Und genau, nochmal zu meiner Längen. Zu meiner Längen. Ja, wie ich so die Längen interpretiere. Und zwar sehe ich das so, wenn eine Folge, also eine... Oh, komm, geht mal da weg. Also eine lange Folge, finde ich, ist... Also fangen wir erstmal mit kurz an. Ich finde, sehr kurze Folgen gehen so von 5 bis 10 Minuten. Dann beginnen die kurzen Folgen, die beginnen so von... Ja, von 10 bis 15 Minuten. Dann die langen Folgen, die gehen so von 15 bis... Ah, nee, die normalen Folgen, die gehen so von 15 bis... ja, von 15 bis 25 Minuten. Dann die langen Folgen, die gehen von 25 bis 35 Minuten. Und dann die Überlängenfolgen, die gehen dann von 35 plus. Also das ist so meine, so kategorisiere ich diese Längen. Also nicht, dass ihr dann sagt, ey, es ist kalter, mach mal eine lange Folge. Und dann ist es eine lange Folge für euch, eine Stunde. Also ich werde auf keinen Fall, also jedenfalls nicht, in den nächsten Folgen eine Stundenfolge rausbringen, weil ich einfach die Zeit leider momentan dazu nicht habe. Deswegen, sonst gerne, können wir irgendwann mal machen, vielleicht so ein Dinosaurs-Tag, wo ich dann vielleicht 3 Stunden am Stück irgendwas mache, wer weiß, oder vielleicht mal ein Dinosaurs-Livestream, müssen wir einfach mal gucken. Aber generell versuche ich halt immer so in den, ja, normalen bis langen Folgenbereich zu sein, also immer halt 15 Minuten mindestens und maximal so 35 Minuten, dass wir halt nicht in die Überlänge kommen. Weil ich finde, das sind halt immer so, ist ganz angenehm so zu gucken, finde ich jedenfalls. Könnt ihr mir ja nochmal schreiben, was ihr so am besten findet, so als Länge. Weil einige meinen auch ja, zum Beispiel bei Survival Games weiß ich noch, da haben viele immer so gern so 10 bis 15 Minuten geguckt. Bei die Dinosaurs haben die dann wieder länger geguckt. Also da guckt ihr ja länger, das findet ihr besser. Und das guckt ihr auch viel lieber, ist mir auch aufgefallen. Kann man auch verstehen, Dinosaurs ist ja noch re richtig neu eigentlich. Das gab es ja vorher noch gar nicht so wirklich. Habe ich ja nie Let's Played. Und Survival Games, das hatten wir auch schon 70 Folgen, das war total ausgelutscht. Und es war halt auch immer dasselbe. Und bei Dinosaurs hat man eigentlich immer neue Spannung. Das finde ich ist auch das Geile an Dinosaurs. Es wird halt nie langweilig. Das ist genauso wie das richtige Minecraft, nur halt mit Dinosauriern und mit prähistorischen Ereignissen. Also das macht das Ganze wirklich um einiges interessant. So, und dann haben wir diese Fleißarbeit auch hinter uns gebracht. Ich denke, einen Teil hätte ich auch offscreen machen können. Wobei ihr ja alles gerne mal onscreen sehen wolltet. Also, schreibt mir mal in die Kommentare. Findet ihr das so besser, wenn ich wirklich... Ah, Relic Scrap. Wenn ich wirklich alles so, wie ihr hier seht, onscreen mache? Oder wenn ich wirklich einen Teil offscreen mache? Und wenn ja, welchen Teil soll ich offscreen machen und welchen onscreen? Dass ihr mir da mal so schreibt, was ihr da so am liebsten wie sehen wollt. So, jetzt ist hier kein einziger Grasblock in der Nähe, was ein Jammer. Aber ich denke, die werden trotzdem zu Grasblöcken. Wenn nicht, dann hat der Triceratops halt Pech gehabt und musste ein bisschen länger warten, bis die dann zu Grasblöcken werden. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauert, wenn keiner in der Nähe ist. Aber doch, einer ist in der Nähe, guckt. Das wird was. Gut. So, erstmal unseren Dreck wegwerfen. Erstmal loswerden. Ich hoffe, den kriegen wir gut weg, den ganzen Dreck jetzt. Weil so wie wir jetzt haben, der muss einfach weg. Ohne Witz, der Dreck muss weg, wie ich immer sage. Weil den brauchen wir einfach nicht. Der ist einfach nur störend. Wobei, man kann damit immer gut Terraforming machen mit Dreck. Wenn man jetzt sieht, okay, das ist eine Ecke, das sieht gar nicht gut aus, da müsste noch ein bisschen Gras oder Dreck hin, macht man das einfach dahin. Kann man immer super benutzen oder auch, wenn man sich irgendwo hochbauen will oder was weiß ich, ist Dreck eigentlich immer so der einfachste und beste, ja, das beste Material. Noch mehr Dreck, so. Haben wir jetzt dieses Relic Scrap bekommen? Ja, haben wir bekommen, das ist gut. Haben wir auch Cobblestone bekommen? Haben wir auch. Guck mal, da sehen wir haben viel Dreck, wir sind viel Dreck losgeworden. Yay. Gut. Genau, können wir hier noch ein bisschen Dreck abbauen. Dass wir auch so eine, ja, symmetrische Wand haben. So. Genau, und ist das denn jetzt groß genug? Ist das groß genug, das Gehege, oder soll das noch ein bisschen größer? Das ist nämlich die Frage. Wir gucken einfach mal. Ich finde vom Gehege her, wenn wir uns mal das hier angucken, ne? Und jetzt das hier. Das ist eigentlich schon groß genug. Also fürs Erste würde ich sagen.
Ich würde sagen, für den Anfang, guck mal, der ist ja noch ein Baby, ne? Wir können das jederzeit erweitern. Für den Anfang sollte es aber locker reichen. Später, wenn er größer ist oder wenn wir noch einen dazu tun, können wir es ja jederzeit hier nach außen hin erweitern. Also das wird dann kein Thema sein. So, bevor ich dann aber jetzt groß rumhantiere, werden wir schon mal unseren Triceratops hier reinsetzen, damit er auch schon mal leben kann. Damit er schon mal, ja, ein bisschen wachsen kann. Bis wir dann fertig sind, damit er auch nochmal einen kleinen Dino zu Gesicht bekommt. Ne? Darauf habt ihr auch schließlich wahrscheinlich diese Folge gewartet, dass ihr einen neuen Dino zu Gesicht bekommt, den ihr dann wieder einen Namen geben dürft. Yay. Genau, und vielleicht wird ja dein, damit spreche ich genau dich an, vielleicht wird ja dein Name auserwählt. Also, denk dir einen guten Namen aus und schreib ihn einfach in die Kommentare. Wie eigentlich immer, du kannst das wirklich jede Folge machen, auch wenn wir gerade keinen neuen Dino finden, kannst du immer einen Namen posten. Weil Namen werden immer gesucht. Also wenn du mal einen guten Namen hast, einfach in die Kommentare. Es kann dein eigener sein, es kann ein Name sein, den du vielleicht aus einem Film hast, den du vom Freund hast, den du von einem Spiel hast oder. Gibt's da sehr viele Möglichkeiten. Zum Beispiel war letzte Folge einer, der hatte einen sehr guten Namen. Und zwar war das, beziehungsweise das war nicht letzte Folge, glaube ich. Ja, das war im Part 36, als Kommentar stand das, glaube ich. Da hat jemand geschrieben, nenn ihn doch, ich glaube Draka war das, ich bin mir nicht sicher. Das ist aus Skyrim und heißt Drache. Oh, die haben ein Ei gelegt! Unsere Dilophosaurier legen ein Ei. Da müssen wir aber in der Nähe sein, sonst sind wir nicht der Vater. Ja, das sind wir, glaube ich, so oder so nicht, aber da müssen wir mal hin. Die legen einfach so ein Ei, ohne mir Bescheid zu sagen. Ja, hallo, erstmal. Ey, das geht doch gar nicht, ey. Sagt ihr mir noch nicht mal Bescheid, dass ihr einfach hier so ein bisschen, ja, miteinander. Ja, okay, aber wenigstens habt ihr es gemacht, als ich nicht hingeguckt habe. Ne, wir haben ja auch jüngere Zuschauer. Habt ihr gut gemacht, habe ich euch doch gut beigebracht. Schön, dass ihr so schön gehorcht. Und ausgebrochen sind sie auch noch nicht. Wobei, wer weiß, vielleicht sind sie ja offscreen einmal ausgebrochen und ich musste sie wieder ins Gehege locken. Aber das werde ich euch in einer anderen Folge erzählen. So, ja, einmal sind sie wirklich ausgebrochen. Da habe ich dann kurzerhand den Knochen genommen, habe sie auf Follow gestellt, musste dann hier das Glas da trümmern, weil sie irgendwie durch. Ja, die kommen einfach nicht durch. Die brauchen wirklich mindestens zwei breit und drei hoch, sonst kommen sie hier einfach nicht rein. Aber naja, kostet halt ein bisschen Glas. Das interessiert dann auch nicht. So, 99 und 100. Yay. So, und du bist jetzt, ja genau, wir sind jetzt dein Owner, das ist schön. Willkommen, dass ihr, also Glückwunsch, dass ihr beide jetzt einen Sohn habt, oder es ist eine Tochter, ich weiß es nicht. Aber guck mal, die haben jetzt ein Baby bekommen und dem Baby müsst ihr jetzt einen Namen geben. Also wir haben das ja schon mal mit unseren Velociraptoren erlebt, dass unsere, wie soll ich sagen, dass unsere Velociraptoren einfach mal so ein Baby gemacht haben, ohne dass wir dabei waren. Und jetzt ist es auch mit unseren, ja, Dilophosauriern passiert. Finde ich echt genial. So, genau, obwohl Dreck sollten vielleicht ein bisschen mehr parat haben. Was könnten wir denn jetzt wegtun? Was brauchen wir wirklich gar nicht? So, gar nicht brauchen wir die Biofossilien. Die können wir nämlich einfach hier reintun. Damit meine ich den Analyzer. Knochen brauchen wir eigentlich auch nicht. Die tun wir hier rein. Dann ordnen wir das wieder. Fleisch brauchen wir momentan eigentlich auch eher weniger. Wobei, das tun wir dann gleich mal hier rein. Wenn wir das eher weniger brauchen. Dann ist wenigstens ein Zweck. Haben wir, genau, hier haben wir Steak. Das ist doch gut. Flowern, also Blumen, brauchen wir auch nicht. Seeds brauchen wir eigentlich momentan auch nicht. Flint brauchen wir nicht. Saplings brauchen wir momentan gar nicht. Eisen eigentlich auch eher weniger. Wasser, wer weiß. Gravel brauchen wir überhaupt nicht. Cobblestone auch eher weniger. Was wir bräuchten, wäre das hier, aber davon haben wir genug. Können wir dann ordnen wir das nochmal, einfach R drücken. Ist geordnet, die Pfeile können wir dann noch vielleicht wegtun. Und dann können wir eigentlich gleich mal losgehen. Haben eigentlich alle Sachen, die wir brauchen, vielleicht noch ein bisschen Glas. Haben wir da noch irgendwo was? Guck mal, drei. Na? Nee. Schade. Hatte ich jetzt eigentlich so gedacht, dass wir irgendwie noch so ein bisschen Glas über haben, aber kann man mal, ach doch, 64 haben wir noch. Kann man mal sehen, wie schnell Glas so weggeht. Also wir hatten ja wirklich sehr viel Glas eigentlich, aber es geht so schnell weg. Da muss man wirklich aufpassen. So, wir haben einen neuen Dinosaurier. Jetzt gebt ihm doch mal einen Namen. Ich will ihn am liebsten sofort mit Namen nennen, aber ihr sollt ja den Namen entscheiden. Also, dann viel Spaß. So, hallo Skeleton. Hallöchen. Ach genau, bevor ich es vergesse, unser Triceratops, das war ja das Wichtigste, warum wir überhaupt hierher gekommen sind. Ich vergesse was immer.
Was ich aber auch cool finde, dass die Dinosaurier sich wirklich selbstständig fortpflanzen. Dass man da wirklich nicht sagen muss, hey, wie bei den Kühen, ne? Die muss man ja wirklich dazu bringen, ja, macht mal jetzt mal ein bisschen. Ihr kriegt dann auch so als Belohnung Heu. Nee, die Dinosaurier machen das selber, die sind schon selbstständig in diesem Punkt. Finde ich auch echt gut. Triceratops-Ei, da haben wir so viele, wir wählen einfach mal frei aus, ich nehme das. Hallo, Triceratops-Ei. Und übrigens, die Triceratops-Eier stammen alle von wem ab? Genau, von Sparky. Sind alles noch aus Sparkys Fleisch gemacht. Das heißt, Sparky begleitet uns wirklich überall hin. Bis, ja, theoretisch müssen wir alle Eier löschen, damit uns Sparky nicht mehr begleitet. Aber das werde ich halt nicht machen. Und jetzt haben wir schon drei Dilophosaurs, um es auf Englisch zu sagen. Und es auf Deutsch zu sagen, Dilophosaurier. Ja, drei Stück schon. Wie schnell die sich doch paaren. Genau, guck mal, da steckt auch immer sein Kopf durch die Wand. Ich glaube, die wollen Gehege tauschen. Ne? Ihr wollt Gehege tauschen, ne? Ja, aber das geht nicht. Nimm deinen Kopf mal wieder weg. Das ist nicht dein Gehege. Hopp. Naja, oder auch nicht. Der kann meinetwegen zuschauen. Der ist schon ganz gespannt, wie der kleine Triceratops hier schlüpft. Guck mal, da habt ihr jetzt schon zwei Namen, die ihr diese Folge nennen wollt. Also müsst, ne? Müsst natürlich. Ihr seid dazu gezwungen, einen Namen zu schreiben. Oh ja. Es gibt nämlich bei Askalda keine Demokratie. So, genau, Glas machen wir dann auch mal schnell, damit da auch wirklich kein Dino ausbrechen kann. Es wäre ja fatal, wenn der Triceratops auf einmal zack sagen würde, hey, Askalter, ich gehe mal weg. War schön mit dir, aber die Freiheit tut mir dann doch irgendwie besser. Ist ja irgendwie traurig. Naja. Oh nein, komm. Ich weiß ja, dass du jetzt die Mutter spielen willst von unseren süßen Triceratops hier, aber das hättest du auch wenigstens irgendwie sagen können. Ja, okay, du hast ein bisschen mit dem Kopf immer gewackelt, aber trotzdem. Na gut, dann bleib einfach erstmal hier, bis wir das hier geregelt haben. Ja, wahrscheinlich wusste er, er hat sich wahrscheinlich vernachlässigt gefühlt, weil wir die ganze uns hier aufgehalten haben. Dachte er wahrscheinlich, okay, wenn Askalde die ganze Zeit da ist, dann muss er doch irgendwas richtig Cooles sein. So war es aber leider nicht. Hier ist nichts Cooles, wobei, naja, wie man cool definiert, ne? Hier ist ein Triceratops und der ist eigentlich schon ziemlich cool. So, machen wir das auch mal weg. Gucken wir hier nochmal. Na, wie lange noch? 50, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen. Genau, kommt das alles weg. Und zwar wollte ich ja das wirklich so machen, dass man. Dilophosaurus has escaped because of starvation. Das heißt, er ist geflüchtet wegen Verhungerung, weil wir ihn wohl nicht gefüttert haben. Würde ich mal sagen, schade. Aber das ist jetzt auch egal, wir müssen uns erstmal um den hier kümmern. Escape heißt einfach nur, dass ich habe die ja auf Stay gesetzt, damit sie nicht ausbrechen können. Und das heißt jetzt einfach nur, dass er aus dem Stay-Modus herausgegangen ist. Also das heißt jetzt nicht, dass er jetzt frei irgendwo rumläuft. Das nicht. Er kann natürlich jetzt frei rumlaufen, theoretisch, aber den können wir dann ja jederzeit wieder einfangen. Das wäre dann kein Thema. Also jetzt mach mal hin, ich kann es kaum erwarten. 80% schon. Wollen wir vielleicht das Ei darüber machen, dass der Stegosaurus hier sein kann und der Triceratops geht zurück? Nein. Ja, er ist hungry, toll, was können wir dafür? Da kann er meinetwegen das Deka, was wir eigentlich essen wollen. Naja, essen wir halt Brot. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 und 100! Ja, ein Dinosaur ist geschlüpft. Süß. Hallo Dinosaurier. Schön, dass du das Licht der Welt erblickst. Aber dann gehen wir erstmal zu unserem Dilophosaurus, denn der muss jetzt erstmal gefüttert werden. Ich hoffe, der kann da nicht ausbrechen. Guck mal, das sind schon echt gute Freunde, habe ich das Gefühl. Der Stegosaurus und der Triceratops. Gute Freunde. Also wer von euch bei dreien hat Hunger? Ach, ihr alle wahrscheinlich. Ihr wollt alle so ein Steak haben. Okay, ihr werdet auch größer im Wachstum, hat man sowieso mehr Hunger. Ich kenne das ja selber. Gucken wir mal, du hast wie viel Hunger noch? Oh, 17, du brauchst auf jeden Fall was zu essen. Oh, ja, guck mal, da reißt er sein Maul auf. Da reißt er sein Maul auf. Gleich ein paar Screenshots machen. Wie gefräßig die doch sind. Was, Ed? Ich habe ihm gerade was gegeben. Wieso ist er immer noch auf 17? Er will mich doch trollen. So, und du hast 67, du hast keinen Hunger. Du hast, du kleiner Mann, du hast 41. Ich weiß nicht, die essen kein Steak hier. Die essen nur Schweinefleisch, also auf zur Schweinefleischerei. Ja, ist gut, dass du hungrig bist. Du kriegst gleich was. Schweine, kommt mal bitte her. Ich habe auch, genau, bevor wir die schlachten, paaren wir sie kurz mal. Das ist dann nämlich besser.
Ihr seht hier, ich habe die Farm auch ein bisschen geändert, weil mir das echt, ich hatte da echt keinen Bock mehr drauf, dass andauernd die ausging. Und so geht sie eigentlich nicht aus, weil so haben wir wirklich das Wasser direkt daneben. Davor hatte ich es da untergemacht, weil ich dachte, das sieht besser aus, aber da ist doch der Nutzen doch etwas schlechter. Da ist mir doch der Nutzen lieber als das Aussehen. Komm, Schwein. Ja, dann nicht. Ach nee, man braucht jetzt Karotten dafür. Oh nein, ey. Okay, dann ihr scheiß Schweine, weil ihr durch diesen Minecraft-Update total kacke geworden seid, jetzt stirbt einfach. So, genau, du Schwein, du, für dich habe ich auch keine Verwendung mehr, stirb. Du bist ein elendiges Schwein, genauso wie ihr Kühe, ihr habt es auch eigentlich auch nicht verdient zu leben. Wobei, ich weiß nicht, ist der auch Kühe? Oh Gott, guckt euch die an, die reißen ihr Maul auf, die wollen mich gleich töten. Wenn ich dir nicht schnell was zu essen gebe, dann gibt's Ärger. 15, ja, ist gut. Der wird gleich auf jeden Fall alles kaputt machen. Weil er total Hunger hat. Was, ich habe nur ein Fleisch bekommen? Wollen die mich trollen? Ja, hier, iss mal. Also. Und wie viel hast du jetzt? Na, 45 gleich. So, und der hat 65. Also jetzt haben sie keinen Hunger mehr. Du kleiner Mann, du hast 39. Lässt sich noch mit leben. Ich werde mal eine Notlösung finden. Vielleicht ist ja, haben wir ja Glück und in der Nähe ist ein Village. Dann können wir nämlich ganz einfach sagen. Okay, dann machen wir das einfach mit dem Village, dass wir da irgendwie ein paar Karotten, ja, holen und dann die kleinen süßen Schweine hier paaren werden. So, genau, ach, wir müssen ja hier rein. Ich glaube, ich würde die Tür vielleicht auch in der Mitte hier anbringen. Dann könnten wir nämlich so von, genau, dann könnten wir hier durch und dann in beide Gehege so reingehen. Aber okay, haben wir einen Stick? Ja, haben wir, zum Glück. Dann kommst du mal mit, Stegi. Stegosaurus hier. Follow. So, einmal zack. Ist er so schnell? Nee, er hat sich geportet, oder? Komm her. Will er mich. Trololo, sag ich nur. Genau. Also, dann muss ich auch mal entscheiden. Will er mich trololen oder will er einfach mal mitkommen? Jetzt bleibst du aber mal auf Stay. Ich sagte Stay. Stay heißt Stay. Und wehe, du trollst mich wieder. Ja, er hat Hunger. Okay, ich verstehe das. Haben wir Zucker? Nicht dabei. Schade, Schokolade. Dann warten wir halt noch ein bisschen. Guck mal, und er beäugt hier den kleinen Dinosaurier. Ja, okay, dann meinetwegen kannst du da hin, wenn du willst. Oder wir können mal so ein Gruppenfoto machen. Ne, so, dann, ne, dann ist er jetzt hier seine Mutter, meinetwegen. Dann, genau, dann mach das einfach mal. Sei seine Mutter. Wenn du das willst. Guckt euch das an. Das ist doch ein echtes Dreamteam. Guck mal, den können wir auch schon sagen, follow, follow me. Und den können wir auch sagen, follow me. Dann sagen wir den beiden, follow me. Dann sagen wir den beiden, stay. Bei dem nützt das nicht viel. Der nützt nur follow was. Genauso bei dem hier. Follow. Guck mal, und jetzt kommen sie aber alle an. Guck mal, der Dings ist echt größer. So. Ich will doch mal, ich will euch beide auf dem Bild haben. Ja. So. Ist er nicht süß? Naja, okay. Das war's dann mit dem Fotoshooting. Wir gehen dann weiter. Wir werden den dann wieder mitnehmen. Komm mal mit. Komm mal mit. Ich glaube. Wirst du wohl. Und du gehst auch auf Stay. Ja, meinetwegen kannst du hier bei deinem Papa Stegosaurus bleiben. Okay. Was ist mit dir schiefgelaufen? Oder wir tauschen einfach das Gehege. Was meint ihr? Wollen wir das tauschen? Weil ich glaube, irgendwie der will irgendwie hier rein und der will da rein. Ich glaube, die sind irgendwie so, keine Ahnung, die wollen irgendwie tauschen. So Zimmer tauschen. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, was ihr besser findet, ob die tauschen sollen oder nicht. Schreibt einfach mal eure Idee in die Kommentare. Sollen sie tauschen oder sollen sie einfach sagen, oder sollen wir einfach sagen, nö, die Zimmer haben wir so eingeteilt, die bleiben auch so. Schließlich sind wir der Bestimmer und nicht ihr. Da möchte ich gerne mal eure Meinung zu in den Kommentaren hören. So, genau, kommt hier wieder so ein bisschen schönes Holz hin. Und weiß nicht, wie groß sollen wir das Fenster machen? Ist das zu groß? Ich bin echt am Überlegen. Na, wie machen wir das? Na doch, das geht eigentlich als Fenster durch. Dann kommt nämlich das hier, das Fenster rein. Und dann kommt hier als Dach nochmal ein Fenster. Und dann haben wir doch wirklich ein schönes Gehege eigentlich. Wirklich ein sehr schönes Dino-Gehege. Naja, es ist ja auch noch nicht ganz fertig, aber wenn es dann fertig ist, ich würde sagen, das ist dann bisher dann das schönste Gehege.
wenn es dann irgendwann fertig ist. Und dann können wir hier nämlich auch so eine kleine Erhöhung machen. Und da kann er dann auch nicht abhauen, glaube ich. Nö, eigentlich nicht. Höchstens der Stegosaurus, aber der ist ja auf Stay, oder? Bist du das? Na, eigentlich schon. Naja. Wir können das auch verbinden und die dann so eigentlich alle frei rumlaufen lassen. Also dass die, dass wir keinen Triceratops und keinen Stegosaurus-Gehege haben, sondern wirklich, dass beide im selben Gehege leben. Aber das entscheidet alles ihr. Also sagt mir eure Meinung dazu in den Kommentaren. Das war's dann auch mal mit dieser Folge Minecraft Dinosaurs. Genau, falls ihr noch Fragen oder sonstiges habt, dann immer in die Kommentare damit. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Wenn euch das wieder gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, einfach einen Daumen nach unten. Ja, und ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Minecraft Dinosaurs.